So, hallo liebe Leute, also schon lange nicht mehr gesehen und ich erzähle euch heute mal wieder mal einen Teil aus meinem Leben und jetzt kommen wir, ihr seht schon an meinem Hut, an den Teil unseres Transportunternehmens. Ja, wir hatten einmal ein Transportunternehmen, mein Vater und ich, wir waren damals sehr aktiv und das möchte ich euch heute mal ein bisschen erzählen. Mein Vater war irgendwann, ist ja diese Sendung im Fernsehen gelaufen, Fernfahrer. Und das fand mein Vater so faszinierend, mit eigenem LKW in ganz Europa umherfahren und damit Geld zu verdienen. Und das fand mein Vater unheimlich reizvoll und schön. Ich muss sagen, er hat mich mit seiner Idee auch irgendwo angesteckt. Und wie es kommt, ich habe ihn ja euch ja schon mal erzählt, weil wie ich bei der Polizei des Bundes war. Ich habe dann damals aus Gewissensgründen aufgehört. Und was hat sich besser angeboten? Ja, wir machen ein Transportunternehmen auf und kaufen uns zwei LKWs und ja, dann düsen wir ab. Wir haben dann erstmal so kleinere Dinger gekauft, so kleinere LKWs, so sieben, nicht 7,5 Tonner, sondern 12 und 13 und 14 Tonner mit Anhänger und ohne Anhänger und sind dann erstmal für VW oder für Speditionen in der Gegend rumgefahren, bis wir das passende Geld zusammen gehabt haben für zwei richtig große 38 Tonner. Damals war noch das Gesamtgewicht der LKWs 38 Tonnen, nicht 40 Tonnen wie heute. Und also wir haben uns dann zwei 38 Tonner gekauft. Mein Vater war also Fan von Scania und er musste natürlich den allergrößten LKW haben, den es damals auf dem Markt gegeben hat. Das war der Scania 141 mit sagenhaften 380 PS zur damaliger Zeit. Ein richtiges scharfes Gerät. Und bei mir hat es natürlich dann nur noch gereicht, so ein Mercedes 320 PS, so ein 230er. So früher haben wir immer gesagt, darf man das überhaupt noch sagen, Kontergan-Hüte? Also diese komischen Hüte da, diese alten Hüte, da haben wir das damals gekauft, ne? Also diese komische Hütte. Aber mein LKW, mein Mercedes hatte damals schon eine Omnibusachse. Diese Omnibusachse hat also mein LKW wirklich dazu gebracht, dass der 125 Stundenkilometer über die Bahn gepfiffen ist, was in Italien damals noch erlaubt war. Man konnte damals wirklich in Italien noch mit 120, mit einem 38 Tonner die Autobahn runterpfeifen. Und ja, da hat kein Hahn danach gegräten. Also das da bin ich meinem Vater immer davon gefahren. Über den Brennern, über. Da hat er mich stehen gelassen, als wenn ich gar nicht da wäre, wie ein Stückler Papier im Wind. Der ist an mir vorbei, pff, im Bergen auf mit seinem 141er und ich mit meinem Mercedes, wo ein Berg drin ging, und bin da den Berg nicht aufgekommen und Berg nur noch was genauso scheiße. Ne? Aber dann auf der Ebene ist der Mercedes so ganz elegant an ihm vorbeigefahren. Ja, also das war so die Zeit, wo wir also dann wirklich Italien erkundet haben, Griechenland erkundet haben. Und es war eine Zeit, die eigentlich sehr schöne Episoden gehabt hat und auch sehr schlechte Episoden, sehr scheiße Episoden gehabt hat. Die schönen Episoden waren eigentlich, wenn wir zu zweit gefahren sind in Konvoi und sind da also Richtung Süden gebrettert mit unseren LKWs und am Gardasee mal angehalten, nochmal Schwimming in the Pool gemacht oder haben dann auch Sachen erlebt, die einfach im Gehirn dann irgendwo eingebrannt sind. Ne? Also waren schöne Zeiten. Und ich habe also das Land und Leute kennengelernt, Italien, also wie ich es vielleicht nie hätte kennenlernen können. Wenn ich überlege, früher hat mein Schwiegervater oder so, der hat immer gesagt, die Mäusefallensteller, der war halt noch aus der Zeit, weißt du, von 33 aufwärts bis 45 war der noch geprägt. Und da hat er immer gesagt, diese Mäusefallensteller und was Gott was alles und Spaghetti und was der für Wetter mal alles gehabt hat. Ne? Und da war es da irgendwie schon, damals war die Stimmung auf Italien nicht so positiv. Ne? Ich weiß nicht warum, ne? Aber anscheinend haben sie im Dritten Reich nicht so mitgespielt, wie sie hätten mitspielen sollen. Und bei den vielen Alten in Deutschland war das immer noch im Kopf geprägt. Ne? Und der hat mich immer gewarnt, fahr nicht nach Italien, da wirst du überfallen, da wirst du ausgeraubt, die Italiener, Mafia und Cosa Nostra und was Gott was alles. Und also ich sage euch, ich habe die schönste Zeit in Italien verlebt. Die Italiener sind sehr, sehr liebenswürdige Menschen,
sind Menschen, mit denen du Pferde stehlen kannst auf Deutsch. Ach, jetzt habe ich was gesagt, Mafia und Pferde stehlen. Nee, damit einfach nicht. Ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich war also oft eingeladen bei Familien und zum Essen und so. Wenn wir keine Ladung bekommen haben, haben die mich mit heimgenommen. Und ich habe also oft auch in Rom in LKW gestanden, im Zoll, warte tagelang, weil damals musste man ja noch verzollen, die Ladungen. Und dann musste man Zollhöfe anfahren. Und da hat es gewisse Zollhöfe gegeben in Rom, Concorrezzo. Nicht gerade der Concorrezzo geheißen, ich weiß es gar nicht mehr. Und in Verona und Rovereto, was da alles gegeben hat für Zollhöfe. Und da musste man also immer rein, da war manchmal 1, 2 Tage gestanden. Und Rom war also immer ganz schön, da konnte man also wirklich mal die Stadt besichtigen. Und so habe ich Rom nie kennengelernt wie in dieser Zeit, weil man hatte da wirklich Zeit, mal jedes Teil von Rom anzuschauen. Und auch man hat an den Kneipen gegessen, wo die Einheimischen gegessen hat. Und ich habe halt mit der Zeit, ich hatte kein Wort Italienisch gesprochen, wie wir angefangen haben, Italien zu fahren. Und wie wir aufgehört haben, konnte ich mich mit jedem Italiener unterhalten. Und das war schon, übrigens den ersten Satz, den ich gelernt habe in Italien, war, ne, Oggi sciopero, domani mattina alle Otto. Ne? Da habe ich den Nachbar gefragt, was hat er jetzt gesagt? Er sagt, ja, heute Streik, morgen früh um 8 Uhr geht's weiter. Das war der erste Satz, den ich gelernt habe. Oggi sciopero, domani mattina alle Otto. Und das habe ich also im LKW gehört, denke, oh. Und das habe ich tagelang gehört, eine ganze Woche lang gehört, bis ich Verona innen auswendig gekannt habe. Und dann irgendwann haben sie aufgehört zu streiken und dann sind wir abgefertigt worden und waren wir weg. Ja, gut, das waren also die Zeiten, wo ich also Italien total kennengelernt habe, von oben bis unten. Und wir haben wirklich schöne Zeiten erlebt. Und ich kann mich noch in den Sinn, wo wir also mal Asti Spumante geladen haben. Also das ist ein Asti-Sekt in Asti. Und da sind wir also mit meinem Vater, also er natürlich mit seinem großen hingefahren, ich hinterher mit meinem ne? Da sind wir also reingekommen in Asti und haben schon gesehen, alles geschmückt, ne? Was ist da los? Und jedenfalls fahren wir an das Werk ran und sagen, hallo, ne? Wir wollen laden für Deutschland, ne? für Gott, wo das hingegangen ist, ich weiß es heute nichts mehr. Und da haben die zu uns gesagt, ja, da geht überhaupt nichts, der Patrone, der hat Hochzeit, der feiert Hochzeit, der Patrone. Naja, und dann haben wir uns da außen hingestellt, was wollte man anders da machen, da sind die gekommen und haben gesagt, mitkommen, mitfeiern. Und dann haben wir wirklich mal eine italienische Hochzeit mitgemacht, 2 Tage lang, ich sage euch, 2 Tage lang haben wir Hochzeit gefeiert. Und ich habe es euch auch im anderen Film schon mal erzählt, mein Vater und ich. Mein Vater war ja eigentlich manchmal ein Kurzbrocken, aber manchmal ein Alleinunterhalter. Der hat es also fertiggebracht, ich weiß nicht, wie gestern da waren bei der Hochzeitsfeier. Waren es 100? Waren es 200? Ich weiß es nichts mehr. Auf jeden Fall ein Riesensaal. Und wir waren also drin gesessen. Ne? Und mein Vater ist dann nach dem zweiten Bier, habe ich ja gesagt, dann ist er aufgeblüht. Und dann konnte der auch Italienisch, obwohl er kein Wort Italienisch gekonnt hat vorher. Ich musste ihn immer übersetzen. Und ab dem zweiten Bier konnte der auch perfekt Italienisch. Und ich sage euch, der hat den ganzen Saal die ganze Nacht unterhalten. Die haben gebrüllt. Die sind bald unter dem Tisch gefallen vor Lachen. Ne? Ich habe teilweise bin ich schaumrot angelaufen, was mein Vater da alles auf die Beine gestellt hat. Ich habe nicht gewusst, wo ich mich verkriechen soll. Ne? Da denke ich, ach Gott, er lässt da Dinger los. Ne? Und das war ja manchmal, habe ich mir gedacht, oh Gott, nee, das wird er eben gesagt. Ne? Und ei. Aber die Italiener, denen hat es gefallen, ne? Denen hat es gefallen, die sind voll auf den abgefahren. Ne? Das war wahrscheinlich die schönste Hochzeitsfeier in Asti, die es jemals gegeben hat. So viel Stimmung, so gelacht worden und getanzt worden, ist da noch nie, glaube ich. War noch keine Hochzeitsfeier. Ne? Und vor allem nicht mit solchen blöden Deutschen wie mir, das waren. Ne? Da haben sie Deutsche mal kennengelernt, ne? die ganze Hochzeitsfeier aufgemischt haben. Und mein Vater, wie gesagt, das war der Alleinunterhalter. Ne? Der konnte also wirklich, ich denke mal, vielleicht habe ich ja ein bisschen was davor abgerichtet. Ne? Der konnte also erzählen. Ne? Der konnte also erzählen. Also, ich habe sogar erzählt, kann ich noch so ein Sketch erzählen. Also mein Vater, der hat ja schlecht gesehen. Und da hat meine Mutter ihm eine Brille gekauft für den Fernverkehr. Eine Brille, also wirklich eine Brille, eine wunderschöne
teure, für damalige Zeit schweineteure Brille. Mit, ab, weißt du, mit Abdöhnung, ne? mit Ultra-V-Abdöhnung und so weiter. Ne? Und mit Sehen, Lesen und so, Gleitsicht. Ne? Für damalige Zeit war das eine richtige schweineteure Brille. Ne? Und mein Vater hat die ein paar Wochen aufgehabt. Eines Tages kommt er heim ohne Brille. Meine Mutter sagt, ja Vater, wo ist denn deine Brille? Und der Vater, ja, rumgedruckst, ne? Und aus dem Weg gegangen und auf Seiten, hat nicht keine Antwort gegeben und ist weggegangen, muss am LKW noch arbeiten, muss da noch was schrauben und Ding. Ne? Und meine Mutter hat aber nicht nachgegeben, ne? Vater, wo ist die Brille? Ne? Und mein Vater, nachher abends mal, hat er nicht gewusst, wie er sich rausreden soll. Dann hat er gesagt, ja, das war so. Ich bin nach Verona runtergefahren und da habe ich im Spiegel in meinem LKW gesehen, dass da hinten am Rad irgendwas flackert. Und da habe ich mal Fensterscheiben aufgedreht und habe rausgeguckt, so nach hinten. Und da muss der Wind hinten in meine Brille reingefahren sein und hat die Brille vom Kopf runtergeblasen. Und ich habe noch gesehen, wie die unteren Zwillingsrädern von der Zugmaschine drunter gefallen ist und drüber gefahren. Verreck war sie. Verreck war die Brille, ne? Ein paar hundert Euro, D-Mark damals waren im Arsch, ne? Na, meine Mutter hat total geknickt, ne? Ach, naja, kann man nichts machen, ist halt passiert, ne? Neue Brille gekauft und wie gesagt, meine Mutter, die hat auch seine Brotzeiten so immer hergerichtet, alles und fertig gemacht. Und da hat sie sein Gepäck da mal durchgekramt und neue Brotzeiten eingepackt und ist ja schon mal komplett leer gemacht, weil da hat er immer einen Graffel in seiner Tasche drin gehabt, ne? Und dann hat er die Tasche rausgekramt, alles raus, auf den Tisch gelegt, mal sauber gemacht und wollte es wieder neilig. Und was liegt da unten in der Tasche drin? Ihr wisst schon, gell? Ihr wisst schon. Die Brille! Unten in der Tasche war die Brille gelegen, ne? Na schön, in Brillenetui drin war sie drin gelegen, die Tasche, die Brille, ne? Und oben drauf lauter Graffel, ne? Dann hat meine Mutter gesagt, ey Vater, was ist denn da los? Da liegt doch die Brille! Was hat er gesagt? Ja, sowas. Ja, sowas. Wo kommt denn die jetzt her? Das war mein Vater, ne? Ja, wo sowas? Wo kommt denn die jetzt her? Na, wahrscheinlich hat irgendjemand. Naja. Aber das waren schon so Sachen. Wenn ihr noch mehr so Geschichten hören wollt von unserer Zeit, wo wir da in Europa durch die Gegend gebrettert sind, ja, sagt Bescheid. Ne? Dann erzähle ich euch noch ein paar Geschichten mehr aus meinem Leben, ein paar Sketche. Ich habe da noch hunderte auf Lager. Kann euch auch mal ein paar noch von der Bundespolizei erzählen. Also früher war es ja die Polizei, das Bundesgrenzschutz. Ne? Wir sind damals eingestellt worden. Da hat es geheißen, ja, wir sind der Bundesgrenzschutz, aber eigentlich die Polizei des Bundes. Und heute ist ja die Bundespolizei. Aber da kann ich euch einige Sketche erzählen. Also gut, wenn ihr noch mehr hören wollt, macht doch mal ein Ding unten noch mal Hackerler, ne? So gefällt mir. Oder empfehlt mich weiter, ne? Oder schreibt einfach unten rein, wir wollen noch mehr hören von dir. Ne? Von dir noch mehr hören. Also gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.